So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Die Zwerge Total War Warhammer. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Ne? Also, wir haben auf jeden Fall hier angefangen, das Schwarze Gebirge zu bevölkern. Freunde, ich zeige euch nochmal auf der großen Karte das Schwarze Gebirge. Jetzt innerhalb, ja, es gibt eine Provinz quasi, drei Regionen. Und diese drei Regionen sind alle von anderen Zwergenvölkern, also von uns, vom Clan Andon und von den Karadjörn bevölkert. Das schreit ja schon danach, dass es Krieg gibt. Da wird es auch bald geben. Ich habe keine Ahnung, was die hier vorhaben. Ob die zu uns jetzt hier rüberlatschen und sagen, Mensch, wir mit euren absoluten Anfangseinheiten. Armbrustschützen, nichts befördert, Bergwerker und Zwergenkrieger. Die Typen, ich weiß nicht, wie der Rang 10 geworden ist. Also der stand wahrscheinlich die ganze Zeit nur in der Festung rum und hat nichts gemacht, weil die Typen, die sind auf jeden Fall mal nicht einmal im Kampf gewesen, glaube ich. So, und die... Oh, aha! Flapp von Karstein ist auch mal am Start. Was sind das denn? Die kennen ja gar nicht. Die Königstein-Wiedergänger. 8000 Leben haben die. Giftattacken. Pff. Schöne Einheiten, Freunde. Ja, also die... also viele Fälle Karadjörn haben irgendwie richtig Probleme mit den Vampiren, sehe ich gerade. Ne, die Vampire laufen sogar hier durchs Imperium und durch die Grenzgrafen durch. Nur, um die Karadjörn irgendwie platt zu machen. Da musst du schon, weißt du, da musst du auf der Onkel-Vampir-Hassliste schon richtig weit oben sein. Da musst du fast die Top-Platzierung schon eingenommen haben. Naja, was soll's. So, wir haben kein Geld. Wir, glaube ich, wir sind wahrscheinlich wie immer fertig gewesen mit der Runde. Ab geht's. So, Sound mal wieder einstellen. Ist eine neue Aufnahmesession, Freunde. So, die Chaos-Krieger, die gehen mir wieder... Ich sag mal so, die gehen ja nicht wirklich total auf den Sack. Aber, oh, ich glaube, der eine, der eben gerade sich bewegt hat, der will mal nach links rüber nach Tal, Freunde. Ich glaube, der will mal wieder... Welcome. Immerhin nicht mehr den Bruhe nur platt machen. Nee, der will jetzt den Bullofar platt machen. So, militärisches Bündnis für 750. Genau, Freunde. Wir sind stärker an 1 und... Habe ich das nicht irgendwann mal erwähnt, Freunde? Ich meine ganz dunkel, Freunde. Ich habe es irgendwann mal erwähnt, dass da unten Einheiten kommen und dass ich die so lange nicht mehr gesehen habe, dass ich sage, Mensch, die gibt's glaube ich, gar nicht mehr. Wundervoll, Freunde. Wir sind jetzt nicht... Das ist nicht euer Ernst, oder? Wir sind jetzt nicht wirklich 10 Runden lang nach oben gelatscht, damit die jetzt hier unten anlanden. Ey, das ist doch nicht die Björnlinger, Freunde. Und dann... Oh, na wundervoll. So. Toll. Nö, läuft. Läuft auf wieder volle, Freunde. So, hier ein bisschen mehr Leben reingeknallt. So, ey, zum Glück haben wir hier oben noch den Krieg angefangen, ne? Das wäre das Schönste geworden. So, sag mal, ich will die Armee da. Hier, du da. Wer bist denn du? Prent. Der Prent, der läuft auch raus. Scheiß drauf. Das Ding hier, Freunde, das können wir eigentlich... Ja, Bau abbrechen, komm. Sparen wir, was das geht. Das Ding, das lassen wir, ne? Komm. Da lassen wir quasi irgendwann eine Rebellion entstehen. Das wird wahrscheinlich eine vampirische Rebellion. Ja, dem welche Korruption. Ich mach erstmal die Dienste hier und dann zeige ich euch das nochmal. Was gibt's denn hier eigentlich weiterzuentwickeln? Aura-Größe mit der Pferdelunge, nicht schlecht. Nahkampfabwehr plus 3 für Langbärte haben wir. Eisenbrecher haben wir auch. Slayer und Hammerträger. Aber für Langbärte und Eisenbrecher gar nicht so schlecht, Freunde. Nahkampfabwehr. Hm. Dann haben wir 3% mehr Munition für Eisendrachen, Kanonen, also für die ganze Artillerie-Geschichte. Ist nicht das Schlechteste, Freunde. Und 3 Rüstung mehr für Gyrocopter und Gyrobomber. Also alles eigentlich sinnvoll. Ich gehe mal auf die Langwerte, weil wir die im Moment halt noch am, also am meisten haben. So. Ihr bewegt euch auch mal 3 Meter. Warum auch nicht? Ja, ich weiß, wer du bist. Beziehungsweise. Die Frage ist halt die Sache, Digga, ne? Also ich glaube, komm, Brimbrei, den können wir eigentlich mal wieder komplett. Hier, lauf mal in die Feste und da bist du, da stehst du gut. Jetzt sowieso noch ein paar Erfahrungspunkte. So, nee, ich sag mal so, eigentlich brauchen wir oben keine Armee. Also, an sich jetzt keine Armee oben lassen, weil wir eine gerade in 4 Runden ist ja eine hier komplett fertig. Das heißt, wir werden alles, was wir haben, runterschicken. Ich meine, unten kommen 4 Armeen auf uns zu. 4, Freunde, ne? Nicht 3, nicht 2, 4. Und 4 heißt, alter Schwede, wo ist denn ihre Boosten? Da, Mauer. Und zwar bis gestern, Freunde. So, das ist das Problem. Die Vierten werden also angegriffen, Freunde. Die Vierten im Osten. Das wäre hier unten. Wir könnten wenigstens eine Mauer bauen. So schnell. Die müssen ja auch nicht, vielleicht nicht uns die ganze Zeit angreifen. Ne, das ist ja auch die Variante. Das könnte man auch mal jetzt irgendwie einführen im Spiel. Ne, dass das auch mal so ist. Aber keine Ahnung.
Wird wahrscheinlich trotzdem so laufen. So, dann... Ups, sorry. Zack, ein bisschen mehr auf Geld gehen. Und hier haben wir ja die beiden Sachen auch schon gebaut. Da gehen wir auch nochmal auf die Herberge. Dann haben wir hier wenigstens keine Probleme mehr mit irgendwelcher öffentlichen Ordnung. Ihr seht selbst die Korruption, die ja neigt zu 40%, alter Schwede. Dann ist das nämlich auch durch. So, und die Ersten, die könnten jetzt hier noch ein Gebäude bauen. Ihr seht, bei Infrastruktur haben wir alles gebaut einfach. Einfach so. Haben wir einfach alles gebaut. Wir könnten, wenn wir richtig viel Geld haben, noch eine Halle der Eide machen. Würde unser Einheitenlimit der Tines hochbewegen. Das heißt, wir könnten dann ein Tine mehr bauen. Und Rang des Helden bei der Rekrutierung plus 3 für ein Tine. Wir könnten eine Halle der Eide bauen, Freunde. Das ist eine Idee quasi. Wir könnten auch einen Slayer-Schrein bauen für Korruption, aber eigentlich ist sie wieder total Latte. Wir könnten auch eine Technikus-Werkstatt bauen. Die müssten wir allerdings erweitern, da hätten wir mehr Forschungsrate und wir würden halt mehr Meistertechnikus bauen können. Ja gut, alles relativ viel Geld, das heißt, können wir uns alles mal auch später überlegen. Im Moment heißt es einfach nur, wir laufen jetzt mit allem, was wir haben, nach unten wieder. Das wird so ewig dauern. Und wenn der Vogel uns hier auch noch auffällt, dann ist sowieso hier ganz schnell mal... Ich kann es euch mal nur mal so, ne? Wenn wir jetzt sagen würden, Grombrimbrei mit Gewaltmarsch soll mal nach unten laufen. Guck mal, hier, das wird schon gar nicht mehr angezeigt, ne? Sagen wir mal, der soll nach Erebor Süd laufen, ne? So. Das wären jetzt nun mal so. 1, 2, 3, 4 Runden bis hier. Ich sag mal 5, 6 Runden. 6 Runden bis Erebor Süd, Freunde. Das sollen wir eigentlich verteidigen. Ups. Falsch. Läuft also nicht so. Läuft ein bisschen rückwärts. Der Typ hat die auch nicht hier sehen. Stimmt, das hätten wir eigentlich mal machen können, ne? Wir hätten eigentlich mit dem mal auf offene See gehen können und gucken können, ob die wirklich da sind. Okay, das kreide ich mir selbst an, Freunde. Das hätten wir wirklich machen können. Aber wie gesagt, ich habe die... Beim ersten Mal mit den Zwergenspielen habe ich die noch gesehen, wo ich zum Beispiel mit Philipp zusammen gespielt habe. Ne, wo Philipp die Vampire gespielt hat, ich habe die Zwerge gespielt. Ne, alles ohne Aufnahme. Ich jetzt denke von wegen, hey, welche Aufnahme war das denn? Ne, alles ohne Aufnahme. Ich will kein militärisches Bündnis mit einem Stadtstaat. So, nö, da haben die dann, da waren die auch nicht da. Freunde. Keine Ahnung, so. Auf jeden Fall setzen die natürlich komplett überall über. Das sind alle volle 20er Armeen. Immerhin haben sie jetzt noch nirgendwo Eindruck. Ja klar, negatives Wachstum nehmen wir mit, Freunde, bei den Dritten, weil irgendwelche Leute verschwunden sind. In einer euren Provinzen schwindet allmählich die Bevölkerung. Warum, warum? An bestimmten Nächten werden bestimmte Ghettos oder Distrikte verlassen. Das einzige Zeugnis der verbliebenen Bewohner ist ein dreieckiges Symbol. Das hatten wir auch schon mal gehabt. Der Typ mit dem dreieckigen Symbol ist wieder da, Freunde. So, wir laufen mal ein bisschen voran. Das hier übrigens sind die guten alten Waldelfen, Freunde. Die werden wir dann auch nochmal extra nochmal spielen. Und wenn ihr jetzt denkt von wegen, wo hatten wir nur zwei Gebäude Level 1? Ja, das ist leider bei den Waldelfen so, ne? Das ist wirklich das Problem. Die haben nur, die könnten immer nur zwei Gebäude bauen. Ohne Witz. So. Ich hätte so schön gerne die Karadion angegriffen, aber nein. Du kommst hier nicht rein. So, wenn wir jetzt die Gewaltmarsch machen, sind wir da. Oh ja. Sie würden zwar Verlust kriegen, Freunde. Aber... Da scheißen wir mal die Dieben drauf. Wir müssen so schnell, wie es nur irgendwie geht, nach unten. Das zeigt euch schon mal. So schnell, wie es nur irgendwo geht. Und wir müssen Mauern fertig kriegen. Und zwar ASAP, Freunde, ne? So, wir gehen nochmal ein bisschen auf eine Taverne. Das war der Herberge, glaube ich, ne? So, Lunderbad Berg, da können wir die Stufe 5 entwickeln. Ist das irgendwas Sinnvolles, Freunde? Ja, 50 Geld mehr, wirklich, ja? 50 Geld, ist ja der Hammer. Ist ja bei 14.000 Einkommen gerade, ne? Ist ja... Plus, also Netto-Gewinn sozusagen, ne? Bei 32.000 Einkommen, was wir insgesamt machen, ist ja 50 mehr. Okay, 50 Vorsteuern, ne? Vorsteuern, muss man dazu sagen. Ach Gott. Mann. So, warte mal, war das hier... Mach den Scheiß. War das hier richtig, ein Refektorium zu bauen, Freunde? Naja, eigentlich haben wir hier nämlich... Handelsdepot haben wir hier eigentlich schon. Wir haben die Mauern überall. Wie geht's uns denn? Minus 5, alles klar, Freunde. Das war auf jeden Fall richtig, hier eine Herberge zu bauen. Ja, die Zweiten. Die Zweiten wären halt in 9 Runden soweit, aber ich würde hier nicht wissen, was ich groß bauen würde. Das heißt, auch bei den Zweiten gehen wir jetzt auf Geld. Zack, Wachstum ist Tschüssikowski. Was ist denn der Steuersatz fertig? Ist doch das Steuersatzding, ne? Ah, ne, ist noch eine andere Erlass. Ach, du Gott, du.
Na gut, so. Dann würde hier ein bisschen, würde auch eine Menge wegfallen, Freunde. Aber wir brauchen nicht unbedingt so schnell das fünfte Gebäude. Wir haben eh nicht so viel Geld, was wir da denen jetzt gerade ausgeben wollen. Wir wollen ja eh mehr Armee bauen und so weiter, ne? Die wir ein paar mehr laufende Einnahmen haben. So, ansonsten, was haben wir denn hier? Ach, wir haben immer noch die Rekrutierungserlass hier drin. Ist das eigentlich, ich glaube, ja, ich glaube, man muss den so lange drin lassen, bis die Armee fertig ist, Freunde. Damit die halt die lokalen. Ach, fuck. Damit die halt die lokalen Kapazitäten hat, wo sie einnimmt. Ne, wir haben ja quasi dadurch, dass wir den Erlass halt haben, nicht nur, dass wir weniger Geld bezahlen für die Rekrutierung, sondern wir können ja auch eine Armeeeinheit pro Runde mehr bauen. Ich glaube, deswegen müssen wir den halt anlassen. So, das schwarze Gebäude wird jetzt langsam sozusagen verfallen. Das ist eine Scheiße hier, Freunde. Ah, ja. Immerhin sind das nicht gute Einheiten, ne? Und das sind auch nicht gute Heerführer. Und ich kann euch da auf jeden Fall dann in der nächsten Zeit schon mal relativ viel von den Chaos-Truppen schon mal zeigen. Ich glaube übrigens, wenn Grombrimbra unten ankommt, ist es schon vorbei. Aber, ne? Lauf, Junge. Was willst du denn? Clan Angrum, Freunde. Militärisches Bündnis. Nee, mit euch könnte ich mir eine Konföderation vorstellen. Da muss ich nämlich nicht rüberlatschen und euch einnehmen. Ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Ah. Ja, jetzt sieht es nämlich los. Aha, bei dem vierten im Norden hatten wir noch keine. Da hatten wir noch keine Mauer gebaut. Ist ja schön. So. Und die Björnlinger, Freunde, das sind halt auch wieder Leute, die sind im Horde-Modus, ne? Also, ja, wie ihr schon seht, Siedlung wurde einfach mal schön niedergerissen. Die andere wird belagert, es wird geplündert und natürlich haben wir einen Groll bekommen. Der Groll um die Festungsüberfall. Erobert und besetzt die folgende Siedlung, die wir gerade verloren haben. Nächsten Groll erteilt, besiegt die folgende Armee, die wahrscheinlich uns jetzt hier irgendwie, ja, die uns belagert. Müssen wir auch machen. Hey, noch ein Groll erteilt. Warum auch nicht, Freunde? Die nächste Armee sollen wir platt machen. Erstmal in einer Runde ein Gebiet verloren und drei Grolle bekommen. Und plündert wird auch noch. Stark, Freunde, dann stark. Läuft bei uns auf jeden Fall. Läuft bei uns richtig rückwärts. Die Sache ist hier unten, ey. Haben wir da nicht eine Chance irgendwie? Wir haben 13 Mann hier. Ne? Wenn die nächste Runde angreifen. Aber die haben halt Chaos-Ritter, ne? Die sind halt auch scheiße gut. Also, was heißt scheiße gut? Aber ja, hier Chaos-Trolle, Freunde. Das sind da dicke, fette Trolle. Ich glaube, wir haben ja nicht so eine Riesenchance. Das sind gerade die Verluste bei denen, wo wir gerade mit 6 Bataillonen gekämpft haben. Und das sind übrigens auch die Armee. Die haben Reiterei, Hunde, Trölle, Barbaren und Barbaren. Okay. So, volle Attacke in die richtige Richtung, Freunde. Sehr. Ja, Gewaltmarsch auf jeden Fall. Ab geht er. Jetzt ist Bruno immer wieder vor Fendt. Da haben wir schon mal ganz gut gemacht. Und ganz voran ist Tundil, Freunde. So. Ist echt die Frage, ob wir Grombrimbra. Wollen wir Grombrimbra runterziehen, Freunde? Wollen wir den echt runterziehen? Ich meine, wie viele Runden ist denn hinterher? Der ist. 1, 2. Naja, der ist ungefähr 2 Runden nur hinterher. Das können wir schon machen. Ne? Also 2 Runden ist ja okay. So. Da haben wir keine Mauer gebaut gehabt. Oh, wir müssen unbedingt im Osten noch eine Mauer bauen. 3 Runden. 3 Runden dürfen sie das Ding hier nicht angreifen, Freunde. Davor bringt die Mauer nichts, ne? Nur mal so. So, wir gehen auf jeden Fall mal wieder ein bisschen auf Knete. Wenn wir schon mal können, dann gehen wir auch auf Knete. Und auf eine Mauer. So, ansonsten. Ich hatte überlegt, halt auch hier überall die Mauern wieder wegzunehmen, bei den ersten, bei den zweiten und bei den dritten, einfach, weil wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels uns hier niemand mehr angreifen wird. Aber ich habe es jetzt einmal gebaut, Freunde, für euch. Ach du Scheiße, wir müssen ja nochmal mehr bauen hier. Ich habe es jetzt einmal für euch gebaut. Die könnten jetzt hier weiter übrigens dann auch nicht so, ne, die weiter die Mauern bauen. Dafür haben wir ja gerade die anderen Sachen abgerissen. Ich werde mal die Mauern ganz normal bauen. Falls hier irgendwann mal was passiert, ich meine, wie sowas hier, ne? Die Björnlinger kommen an. Ihr dachtet jetzt auch von wegen, ey, warum hast du hier unten Mauern gebaut, ne? Also bestimmt hast ein paar von euch, die gesagt haben, ey, es ist total sinnlos, da unten Mauern zu bauen. Jetzt wisst ihr warum. Gut, im Moment bringen uns die Mauern jetzt auch nicht so viel. Immerhin, die nehmen nicht ganz so schnell alles ein. Das stimmt schon, ne?
Aber ansonsten, achso, der Typ muss ja auch noch laufen, genau. Clan Angrund ist das hier. Und da hinten ist übrigens das Wald voll, Freunde. Da liegt und der König, das ist einer der Hauptstädte von denen. Und da können die halt 10 Gebäude bauen. Also der Waldvolk ist, das spielt sich ganz anders als die Hauptvölker. Das Waldvolk ist ja ein Erweiterungsvolk, quasi ein DLC-Volk gewesen. Aber mir hat es super Spaß gemacht. Ich habe es aber nur einmal durchgespielt bis jetzt mit dem Waldvolk. Und da gibt es auch eine Besonderheit. Besonderheiten, da gibt es all mögliche Besonderheiten eigentlich. Mit dem Sofa, im Moment, Freunde, im Moment, lasst mich mal in Ruhe. Ich habe Probleme. Was wollen die denn? Ein nicht anderes Pakt und wir sollen 100 Gold zahlen. Ne? Merkt das selber, Freunde. Ne? Merkt das selber. Ich zahle nichts. So, die laufen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Dach. Die laufen in die ganz falsche Richtung, Freunde. Ganz falsch. Aber die sind nicht so schnell. Wenn die plündern, sind die nicht so schnell. Ja, ich weiß, dass die plündern. Ich bin bescheuert. So. Wir laufen mal ins Waldvolk rein, Freunde, damit ihr mal seht, wie da aussieht. Ne? Hier die schönen Bäumchen und die ewige Eiche, Freunde. Ne? Null Gebäude. Also, was heißt null Gebäude? Ein Gebäude bei der ewigen Eiche. Aber die anderen, die bieten alles, ne? 10 Gebäude. Nur mal so. Aber nur in diesem riesen Wald hier. Also, es gibt insgesamt, lass mich mal durchzählen: 1, 2, 3. Vier so eine Lichtdunen kann man sagen oder so eine Feldzahlen. Dann nimmst du die ewige Eiche, das kommt aber. Wenn ich das Waldvolk spiele, sage ich euch dann sozusagen konkret, was da los ist. Jetzt nur so, sozusagen, dass ihr mal so ein bisschen. Wenn ihr euch fragt, was ist denn hier los, habe ich noch nirgendwo irgendwo gesehen oder so, ne? Was ist denn das Waldvolk? Weil meine, die alten Let's Plays, die Leute, die jetzt zum Beispiel das Spiel hier sozusagen für euch Let's Played haben, als es rauskam, da gab es das Waldvolk noch nicht. Glaube ich. Ich glaube, da war es hier gar nicht vorhanden. Groß. Also. Er wurde erst später reingepatcht. Ne, also von wegen, ne? Und das Ding ist, achso, die Siedlung ist jetzt leider weg. Und alles, was sie außerhalb dieses Waldes hier einnehmen, ne? Jeder einzelne, hier, das Ding oder sowas, ist scheißegal übrigens. Der Waldvolk kann alle Gebiete einnehmen. Von den Orts und Zwergen sozusagen genauso wie von den Menschen und Vampiren. Alles. Das ist das einzige Volk, was alle Gebiete, also alle normalen Gebiete einnehmen kann. Die kann trotzdem zum Beispiel immer noch nicht. Hier ganz im Norden, das zeige ich euch dann mal, wenn wir da mal wirklich da sind. Die Björn, die Sterlinge und die war, wie heißen die blöden Witzer? Wie heißen die blöden Typen da oben? Sterlinge und Vaga, genau. Die sind ja sozusagen auch Chaos-Truppen. Die haben ja auch ein paar Gebiete, die kann kein Volk der Welt einnehmen. Ne? Sozusagen, auch die Waldelfen nicht, aber die Waldelfen können sonst ja ganz normale Gebiete alles einnehmen. Das heißt, das kann ja alles den Waldelfen gehören. Alles mögliche. Problem ist nur, jedes dieser neuen Gebiete kann nur, hat ein Hauptgebäude, Stufe 1, da kannst du auch nicht viel machen. Und ein Nebengebäude, und da könnt ihr nur zwischen 4 wählen. Und keins davon ist besonders geil, Freunde. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen, weil es auch nur Stufe 1 ist. Ne? Und kann auch nicht verbessert werden. So, ihr Säcke. Kommen wir mit Bruno noch hinzu. Wir könnten mit Bruno noch hinzukommen, Freunde. Da können wir wenigstens mitkämpfen. Ja, dabei sein, statt nichts machen. Oh, jetzt da lang. So. Und jetzt werden wir angreifen. Die werden sich hundertprozentig zurückziehen. Nee, können sie nicht. Am Arsch, Freunde. Am Arsch. So, ich würde sagen, ich zeige euch mal nächste Folge, wie wir so eine Schlacht führen, weil die wird, glaube ich, ein bisschen länger dauern. Wir haben dann zwei Armeen. Die Armeen sind ja alles vom Chaos, also die jetzt gerade von den Björnlingen gekommen sind. Die sind ja alle gleich aufgebaut. Das heißt, wir werden einmal diese riesen Schlacht schlagen für euch und die anderen dann nicht mehr. Wir haben auch zweimal, glaube ich, fast die gleiche Armee. Ja, einmal 19 Mann, einmal haben wir halt den Held dabei oder so, ist ja auch egal. Tunje und Bruno Hellner wird es da werden, den Svengor Abel. Bis denne, Freunde.